höher schlagen. 80 Minuten gespielt und jetzt finden sich die Zürcher im Penalty-Schießen wieder. Domenico Pedis gegen Gianluca Mona. Pedis trifft, bringt die Zürcher in Führung. 1-0 Zürich. Serge Aubin, der muss jetzt treffen. Aubin schaltet. Die ZSC Lions sind Schweizer Meister. Wäre auch kaum die Meistertafel auf dem Platz vor dem Hallenstadion schon unmittelbar nach Matchschluss aktualisiert mit dem neuesten Titel gehangen. Und an einer rauschenden Meisternacht, da ist nichts mehr im Weg gestanden. Kurz vor Mitternacht in der Garderobe der ZSC Lions. Mit Pokal, Bier und Zigarren feiern die Spieler ihren Erfolg. Die Erschöpfung jedoch spür- und sichtbar. Genauso wie die Freude. Es ist schön, dass so viele Leute so Freude haben. Und wir haben noch mehr Freude, und ich glaube, ich habe am allermeisten Freude. Ich kann es gar nicht glauben. Das muss man einfach fühlen. Es ist super für alle. Ich freue mich für mich und meine Kollegen. Der ZSC ist Meister, aber der Weg zum Erfolg war nicht immer ganz einfach. Ich glaube, wenn einer am Anfang der Saison gesagt hat, wir werden Schweizer Meister, dann ich glaube, das hat nicht viel gesagt. Und, wir haben immer daran geglaubt und jetzt sind wir es geworden. Und es ist überraschend und umso schöner. Alle haben gefunden eine eigene Rolle in der Mannschaft und ich denke, das ist das Ding, was bringt unseren Erfolg. Es sind die letzten zwei, drei Jahre sind wirklich extrem her gewesen. Ich meine, ich glaube, wir haben wirklich müssen extrem her tun. Du bist der Beste, du bist der Meister! Meister! Manchmal muss man nicht durch und manchmal gibt es so eine Dusche. Tut doch gut, oder? Also, das hat man gar nicht dagegen. So gut. Aber wie gesagt, ich meine, wir haben die letzten zwei, drei Jahre haben wir extrem ohne Türen. Und ich glaube, das hat unsere Mannschaft auch gefestigt. Wir haben jedes Mal so viel Mal müssen uns rauskämpfen aus irgendeiner Situation. Und ich glaube, das hat uns wirklich so nah zusammengebracht, dass wir jetzt auch können den Titel gewinnen können. Und diesen Titel wollten die Fans natürlich gemeinsam mit den Spielern feiern. Deshalb hieß es für die Spieler um 13:30 zurück aufs Eis. Vergessen die Krise im Herbst, als die ZSC Lions auf einem Abstiegsplatz lagen. Doch was machte den Unterschied in der Finalserie gegen Servet aus? Ich glaube, die waren ein bisschen mehr müde als uns. Wir haben viel Linie gespielt und wir haben mehr Kraft gehabt am Ende. Du hast gesehen, die letzte Overtime und auch diese Overtime, die haben nichts gehabt. Und ich glaube, die Hockey-Gods waren mit uns und das ist, warum wir haben gewonnen. Während einige Spieler noch Erinnerungsfotos für das Meisteralbum machten, verabschiedeten sich andere von ihrem Playoff-Bart und machten sich schick für den Ausgang, obwohl nicht mal die Führungsspieler wussten, wohin. Ich bin nicht Koordinator, ich laufe nur nach. Ich werde mal schauen, was passiert. Und wo geht er her? Wo geht's Party noch? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir können überall hingehen. Es wird überall gefestet. André Stoffel sollte recht behalten. Party pur. Und das um 4 Uhr morgens. Die Fans im Freudentaumel und total aus dem Häuschen, als Adrian Wichser die Bar betritt.
Und der neue Schweizer Meister wurde noch die ganze Nacht lang gefeiert.